möchte ich ganz kurz total herzlich die beiden Stargäste heute Abend begrüßen. Herr Richter Petermann, Jens Petermann und Frau Seufner. Böse, vielen Dank für die freundliche Begrüßung. Also Stargäste oder Stargast ist zu viel der Ehre an der Stelle. Ich habe nur meine Arbeit gemacht und ich glaube, Frau Seufner macht auch nur ihre Arbeit. Und das ist dann auch in Ordnung. Deswegen sind wir noch lange keine Stars. Also das ist nach meinem Geschmack was anderes, aber ist okay. Ich bin durchaus überrascht, dass hier so viele Besucher bei diesem wirklich launigen Sommerwetter da sind. Vielleicht hat die Hitze auch mit dem witzigen Thema zu tun, und es ist durchaus ein witziges Thema, um das es hier geht, die Frage der Sanktionen nach dem SGB II. Ich bin also gefragt worden, ob ich hier einen kleinen Vortrag halten kann zu diesem Vorlagebeschluss, der so ein bisschen durch die Medien gegangen ist, und ich habe das gerne zugesagt, und ich will aber versuchen, das nicht zu juristisch machen, weil ich glaube, das würde den Rahmen ein bisschen sprengen, und eine Dreiviertelstunde brauche ich auch nicht, will ich auch gar nicht. Ich denke, wenn ich mit 20 Minuten irgendwie hinkomme, ist dann auch noch genug Zeit und Platz für Diskussionen, gern und für Fragestellungen. Ja, warten Sie mal ab, das hat immer Eigendynamik, also machen Sie sich da mal keine Sorgen. Aber ich glaube schon, dass eine Diskussion entstehen kann. Man muss es ein bisschen steuern, Herr Böse, haben Sie völlig recht, sonst kriegt man das nicht in den Griff. Also solche Veranstaltungen laufen dann möglicherweise aus dem Ruder, weil wir wissen natürlich, wie groß die Problematik ist. Sanktionen. 1 Million Sanktionen werden jedes Jahr von den Jobcentern verhängt. Das ist die Statistik. Wer sich mal die Mühe macht, auf der Homepage der Bundesagentur nachzusehen, wie sich das alles zusammensetzt. Also man kann das durchaus alles nachvollziehen. Man wird feststellen, dass es 75%, also 3/4 der Sanktionen, ausgesprochen werden wegen Meldeversäumnissen. Das heißt, weil ein Termin nicht wahrgenommen wird. Da gibt es in der Regel eine 10%ige Sanktion. Das kann sich aber wiederholen. Es gibt sicherlich Betroffene, die darüber berichten können. Es können Sanktionen ausgesprochen werden, weil Arbeitsangebote nicht angenommen werden. Und es können Sanktionen ausgesprochen werden, weil Eingliederungsvereinbarungen nicht eingehalten werden. Das sind so quasi die wichtigsten Tatbestände, die zu Sanktionen führen können. Und das Sozialgericht, in dem ich tätig bin, hat auch Sanktionen zu verhandeln. Und unter anderem eben eine Sanktion oder zwei Sanktionen, die zu einer 60%igen Kürzung der Regelleistung geführt haben. Das vielleicht mal so als Vorwort. Wir haben eigentlich bei dieser Thematik zwei Ebenen. Das ist einmal die juristische Ebene, also die Frage, was steht im Grundgesetz, die Frage, was steht im Sozialgesetzbuch, die Frage, was muss ein Gericht tun oder nicht tun. Das ist sicherlich das, worüber ich jetzt was sagen werde. Da geht es also um die Frage, die die Justiz beschäftigen, die Frage, kann man Grundrechte kürzen? Wo kommen Grundrechte überhaupt her? Das ist die eine Ebene. Die andere Ebene ist eigentlich die politische Ebene. Die finde ich auch relativ spannend, weil natürlich dort die politische Meinungsbildung stattfindet und die grundlegenden gesetzlichen Regelungen getroffen werden, die dann letztlich umzusetzen sind. Und da ist natürlich immer die Frage, wie sind die Machtverhältnisse? Wie sind die Ideen, wie man quasi den gesellschaftlichen Reichtum verteilt oder nicht verteilt? Das sind also Fragen, die dort reinspielen. Das sind auch ganz praktische Fragen des Vollzuges. Darüber wird sicherlich auch die Landrätin Frau Solka was sagen können. Ja, Statistik hatte ich schon gesagt. Sanktionen 1 Million im Jahr. Es gibt eine ganze Reihe von Widersprüchen dagegen und natürlich auch eine ganze Reihe von Fragen, sodass die Gerichte damit beschäftigt werden. Unter anderem ist mit den ganzen Fragen des Sozialgesetzbuches SGB II das Bundesverfassungsgericht durch einen Vorlagebeschluss im Jahre 2010 beschäftigt worden. Das ist eigentlich, wenn man so will, die Grundlage überhaupt für die Diskussion, die wir hier durchführen. Die Frage ist nämlich, wo kommen eigentlich die Grundrechte her. Wir wissen ja, dass das Bundesverfassungsgericht definiert hat, ein soziokulturelles Existenzminimum, das sich ableitet aus Artikel 1 Grundgesetz und Artikel 20 Grundgesetz. Wenn Sie aber in das Grundgesetz reingucken, kann man das so ohne weiteres jedenfalls nicht ablesen. Deswegen macht es durchaus Sinn, sich mal damit zu beschäftigen, was das Bundesverfassungsgericht am 9. Februar 2010, das ist der Termin, an dem dieser Beschluss oder das Urteil verkündet wurde,
dazu gesagt hat. Ich will das einfach mal zitieren. Bin ich eigentlich gut zu verstehen? Oder? Ja. Also akustisch zumindest jetzt erstmal. Bisschen lauter wäre gut. Ist das Mikro eingeschaltet? Technik. Also in der Entscheidung vom 9. Februar 2010 hat das Bundesverfassungsgericht unter dem Aktenzeichen 1 BVL 1 aus 09, sogenannte Hartz-IV-Entscheidung, Folgendes gesagt. Das Grundrecht auf Gewährleistung eines menschenwürdigen Existenzminimums ergibt sich aus Artikel 1 Absatz 1 Grundgesetz in Verbindung mit Artikel 20 Absatz 1 Grundgesetz. Artikel 1 Absatz 1 Grundgesetz begründet diesen Anspruch. Das Sozialstaatsgebot des Artikel 20 Absatz 1 Grundgesetz wiederum erteilt dem Gesetzgeber den Auftrag, jedem ein menschenwürdiges Existenzminimum zu sichern. Überhaupt nicht definiert ist, wie dieses Existenzminimum aussieht. Das ergibt sich aus dem Grundgesetz jedenfalls direkt nicht. Allerdings hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, dass sich ein unmittelbar verfassungsrechtlicher Leistungsanspruch auf Gewährleistung dieses Existenzminimums erstreckt. Und zwar nicht nur auf Mittel, die zur Aufrechterhaltung des menschenwürdigen Daseins unbedingt erforderlich sind, also die physische Existenz, sondern auch durch eine einheitliche grundrechtliche Garantie bestimmt ist, die sowohl die physische Existenz, also Nahrung, Kleidung, Hausrat, Unterkunft, Heizung, Hygiene, Gesundheit, als auch die Sicherung der Möglichkeit zur Pflege zwischenmenschlicher Beziehungen und zu einem Mindestmaß an Teilhabe am gesellschaftlichen, kulturellen und politischen Leben umfasst und der Mensch als Person, und das ist quasi auch die Grundlage, damit in notwendigen sozialen Bezügen auch existieren kann. Das soll dadurch sichergestellt werden. Das Grundrecht aus Artikel 1 Absatz 1 Grundgesetz hat als Gewährleistungsrecht in seiner Verbindung mit Artikel 20 Absatz 1 Grundgesetz, also dem Sozialstaatsprinzip, neben dem absolut wirkenden Anspruch aus Artikel 1 Absatz 1 auf Achtung der Würde jedes Einzelnen eine eigenständige Bedeutung. Das ist wichtig. Und es ist vom Gesetzgeber zwingend zu sichern. Das ergibt sich auch aus Artikel 1 Grundgesetz. Es ist also dem Grunde nach unverfügbar und es muss eingelöst werden. Und es bedarf, und das hat wiederum auch, das ist eine entscheidende Passage, der stetigen Aktualisierung durch den Gesetzgeber. Das Bundesverfassungsgericht gibt also quasi dem Gesetzgeber den Auftrag, aufzuschreiben, wie hoch dieser Anspruch ist. Und das muss so nachvollziehbar sein, dass man wirklich im Einzelnen feststellen kann, welche Erwägungen angestellt worden sind. Lange Rede, kurzer Sinn, diese Entscheidung hat dazu geführt, dass der Gesetzgeber ein Gesetz verabschieden musste, wonach die Leistungshöhe nachvollziehbar berechnet wird. Das ist auch geschehen und dieses Gesetz ist wiederum angegriffen worden durch einen Vorlagebeschluss, den hat ein Kollege vom Sozialgericht Berlin gemacht. Da gab es dann im letzten Jahr eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes zu diesem Vorlagebeschluss, wonach also entschieden wurde, dass die Berechnung der Leistungshöhe in diesem Gesetz nachvollziehbar ist und letztlich noch keine verfassungsmäßig Bedenken bestehen, dass diese Berechnung vielleicht zu gering wäre. Es wird aber deutlich, dass da viel Bewegung drin ist und es ist auch in der einen oder anderen Passage deutlich geworden, dass das Gesetz ausgelegt werden muss, wenn bestimmte Bedarfe oder Bedürfnisse nicht erfüllt werden können. Zum Beispiel, wenn Anschaffungen erfolgen, wie ein Großgerät, Waschmaschine, Kühlschrank und dergleichen, das kann eben aus dem Regelsatz nicht gekauft werden. Da müssen die Jobcenter entsprechende Regularien vorsehen, dass das erfüllt werden kann. Gegebenenfalls müssen die Gerichte, wenn die Jobcenter das nicht so umsetzen, entsprechend entscheiden und das Gesetz so auslegen. Interessanterweise hat in allen diesen Passagen des Bundesverfassungsgerichtes keine Aussage gestanden oder es ist auch nichts abzuleiten gewesen zur Frage, was passiert, wenn dieses Grundrecht, das also hier eindeutig definiert wurde, gekürzt wird durch eine sogenannte Sanktion, wie sie in § 31 folgende SGB II möglich sind. Und das ist halt eine spannende Frage, weil wir haben Inkrafttreten des SGB II im Jahre
2005, 1.1.2005, das sind jetzt 10 Jahre. Und diese Frage ist an sich nie mal dem Verfassungsgericht vorgelegt worden. Und das ist so ein bisschen immer, ich sag mal, ein schwarzes oder weißes Loch, kann man sehen, wie man will, gewesen, was die juristische Auslegung betrifft, ob man überhaupt dieses Grundrecht kürzen kann. Es gab natürlich eine juristische Debatte in Wissenschaftlerkreisen und bei Praktikern, ob man ein Grundrecht kürzen kann. Und eine Minderheit, muss man dazu sagen, hat die Auffassung vertreten, dass dieses Grundrecht unverfügbar und unkürzbar ist und demzufolge auch Sanktionen, so wie sie vom Gesetz möglich sind, natürlich auch praktiziert werden. Ich hatte die Zahl vorhin genannt, 1 Million im Jahr. Dass also diese Sanktionen möglich sind. Die Seite, die sagt, die Sanktionen sind nicht zulässig, sagt übrigens auch, man kann das Gesetz gar nicht so auslegen, dass sie möglich sind. Es gibt nämlich in der Gesetzes- oder in der Auslegungssystematik die Möglichkeit, natürlich Gesetze auszulegen. Das hat zuletzt das Bundessozialgericht gemacht im April diesen Jahres in einem Urteil, ging es um eine Revision zu einer 30-prozentigen Sanktion. Dort hat das Bundessozialgericht, ich sag mal, mit viel Bauchschmerzen aus meiner Sicht, so konnte ich es jedenfalls der Presse entnehmen, gesagt, 30% gehen gerade noch so, die sind noch nicht verfassungswidrig. Darüber hinaus hat es keine weitere Stellungnahme abgegeben. Das heißt, dort ist das Thema eigentlich auch mittlerweile angekommen und offensichtlich ist man sich da auch nicht mehr so hundertprozentig einig, wie man mit dieser Frage umgeht. Umso wichtiger war es mir, muss ich sagen, vielleicht, ich hatte also in der Vergangenheit auch immer mal mit Sanktionsfragen zu tun, diese Frage vor dem Hintergrund der Verfassungswidrigkeit doch mal dem Verfassungsgericht vorzulegen. Allerdings, es wird Sie vielleicht auch ein bisschen wundern, gab es gar nicht so viele Fälle, die geeignet sind. Das ist nämlich eine ganz wichtige Frage, hat man denn einen Fall, der sich für einen Vorlagebeschluss überhaupt eignet. Es wird immer so ein bisschen auf die Justiz da, naja, herabgeguckt, nach dem Motto, die trauen sich ja nicht und so weiter. Kann sein, dass es das gibt, dass der ein oder andere Richter da vielleicht auch nicht den nötigen Mut hat. Aber es sind eben auch nicht alle Fälle geeignet für einen Vorlagebeschluss. Und man braucht sicherlich ein Kläger, der das auch will, der das mitträgt. Das ist auch nicht jedermanns Sache, muss man einfach mal sagen. Und man braucht auch eine Begründung, die tragfähig ist. Und der Fall, den jetzt das Sozialgericht Gotha zu entscheiden hatte, das war, ich sag mal, zufällig so ein Fall, da hat es irgendwie halt auch gepasst. Das Thema kam auch zu dem Richter zu der Kammer, die die Frage kritisch gesehen hat. Und hat sich dann intensiv damit beschäftigt, auch mit der bisherigen Rechtsprechung und mit den wissenschaftlichen Ausführungen, die es dazu gibt, und ist dann im Ergebnis dazu gekommen, jawohl, wir hatten hier einen Kläger, dem sind die Leistungen durch eine Sanktion, eine 30-prozentige Sanktion, um 117 Euro waren es, glaube ich, gekürzt worden, und dann durch eine zweite Sanktion, die dann zu einer 60-prozentigen Sanktionierung geführt hat, auf 234 gekürzt worden, 234 Euro. Und das war allerdings nach dem Wortlaut des Gesetzes, wenn das Gesetz so richtig ist und so anzuwenden ist, korrekt vom Jobcenter. Und das ist immer die Voraussetzung, wenn man eine Verfassungswidrigkeit bejaht. Es müssen alle anderen quasi Grundlagen erstmal abgeprüft werden. Wenn nämlich die Entscheidung des Jobcenters, also der zugrunde liegende Bescheid, aus anderen Gründen vielleicht schon rechtswidrig ist oder nicht bestandskräftig, dann gibt es eigentlich keine Grundlage für eine Vorlage an das Bundesverfassungsgericht. Es war im Prinzip die einzige Frage, die noch übrig war, ist die gesetzliche Grundlage verfassungsgemäß. Sind also Paragraphen 31, 31a und 31b SGB II verfassungskonform im Sinne des Grundrechts auf existenzsichernde Mindestsicherung nach Artikel 1 und 20 Grundgesetz. Im Übrigen gibt es auch noch andere Grundrechte, die tangiert sind oder sein können. Und das war in dem Fall
das Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit und Leben und im Übrigen auch die Frage der Berufsfreiheit. Diese drei Grundrechte waren also von der Kammer als relevant angesehen worden und die sind auch Gegenstand des Vorlagebeschlusses, der dann im Mai an das Bundesverfassungsgericht abgeschickt worden ist. Das ist, sage ich mal, vielleicht ganz grob das Vorgehen des Gerichtes gewesen. So ein Vorlagebeschluss, das ist natürlich auch ein gewisser Aufwand. Das will ich jetzt nicht vertiefen, aber da sind eine ganze Reihe von Hürden zu nehmen, die natürlich vom Bundesverfassungsgericht sehr intensiv geprüft werden, ob man sozusagen alle Voraussetzungen als Gericht für einen Vorlagebeschluss erfüllt und wenn das nicht der Fall ist, kann also ohne größere Prüfung das Verfahren zurückgeschickt werden. Ja, dann wird das halt abgewiesen. Das gibt es in der Praxis auch. Die Frage ist natürlich, wie lange sowas dauert, wie lange dauert diese Prüfung des Bundesverfassungsgerichtes. Das bin ich immer wieder gefragt worden. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich hoffe, es dauert nicht so lang wie beispielsweise die Überprüfung der Berufsverbotspraxis in der alten Bundesrepublik. Das hat, glaube ich, 2 Jahrzehnte gedauert, bis das Bundesverfassungsgericht abschließend entschieden hat. Das sollte uns hier erspart bleiben. Es gab in der Vergangenheit bei der Frage sozialer Grundrechte eigentlich relativ schnell im Bereich von 1 bis 2 Jahren dort Entscheidungen und Beschlüsse. Ich hoffe, dass das hier auch so schnell als möglich passiert. Aber eine Garantie gibt es dafür nicht. Die Resonanz auf diesen Vorlagebeschluss war für mich auch ein bisschen überraschend. Natürlich ist es erstmals eine Frage gewesen, die in diesem Bereich dem Bundesverfassungsgericht vorgelegt wurde. Sicherlich hat das auch eine gewisse Bedeutung, aber es hat natürlich die Debatte auch angeheizt. Und das ist vielleicht auch notwendig gewesen, dass mal dieser Schritt gegangen wurde, um auch das Bewusstsein für diese Problematik und auch für das Schicksal der Betroffenen an der Stelle mal zu erweitern, denn wir haben auch durchaus Statistiken über Erkrankungen in dem Bereich, dass also Menschen, die in diesem Leistungsbezug sind, immer noch sanktioniert werden, mit gesundheitlichen Problemen konfrontiert werden, dass allein schon die Drohung oder die Möglichkeit für ein bestimmtes Verhalten sanktioniert zu werden, dazu führt, dass es gesundheitliche Beeinträchtigungen gibt, ist alles untersucht und statistisch nachgewiesen, deswegen auch nochmal der Hinweis auch, dass das Grundrecht auf Leben und körperliche Unversehrtheit auch irgendwo mit hier tangiert worden ist durch diese gesetzliche Regelung und ich hoffe, dass diese Fragen auch mit beantwortet werden. Ich denke, das ist vielleicht erstmal so als Einstieg. Man könnte jetzt noch ein paar juristische, sagen wir mal, ein bisschen mehr in die Tiefe gehen. Ich glaube, das ist jetzt nicht unbedingt zielführend. Wenn da konkrete Fragen sind, können wir die gerne beantworten. Aber ich weiß, dass hier eine ganze Reihe, ich bin im Vorfeld auch schon angesprochen worden, eine ganze Reihe von Zuhörerinnen und Zuhörern sind, die noch Fragen haben. Und vielleicht sollten wir dort versuchen, noch vielleicht doch die eine oder andere Diskussion noch hinzubekommen, Herr Böß. Ich will es erstmal dabei bewenden lassen. Ich stehe natürlich auch weiter für Fragen und für die Diskussion zur Verfügung. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich will jetzt mehr von der anderen Seite kommen, mehr von der persönlichen Seite. Sie ein paar Sachen fragen. Sie können es jederzeit machen, wie der Helmut Schmidt bei der Maischberger, bei Frau Maischberger. Der hat gesagt, auch oh, da sage ich jetzt nichts oder so ähnlich. Ne? So in der Art. Ja, der hat ja auch nur Ohr gekriegt. Ja. Sie müssen jetzt für Ihre ehrenamtliche Arbeit hier arbeiten. Wir lassen sie nicht raus. Also gut. Also die erste Frage war, also so, Sie hatten das schon angedeutet, es ist wirklich ein Zufall, dass Sie das Ding in die Hand bekommen haben und war nicht... Ja, also das muss man sich wie folgt vorstellen. Es gibt in jedem Gericht einen Geschäftsverteilungsplan und da steht drin, es gibt von mir aus 20 Kammern, die für SGB-II-Fragen zuständig sind und die Klagen, die eingehen, werden also der Reihenfolge nach der Kammer zugeordnet. Und das muss also so sein wegen dem gesetzlichen Richter. Und insofern ist es Zufall, wo welche Klage landet und das kann man auch nicht beeinflussen. Aber innerlich vorbereitet waren Sie darauf, dass das irgendwann mal kommen könnte? Durchaus. Ich hatte schon den einen oder anderen Fall
der mir geeignet schien, so ein bisschen im Auge, aber das hat aus den verschiedenen Gründen dann nicht funktioniert, teilweise weil die Karten zurückgenommen worden sind oder weil auch das Jobcenter mal anerkannt hat. Also es ist ja nicht so, dass jeder Fall entschieden werden muss, das ist also ein Trugschluss. Es gibt eine ganze Reihe von Verfahren, wo die Jobcenter durchaus auch bereit sind anzuerkennen, dass sie einen Fehler gemacht haben und dann wird es anders reguliert und dann bedarf es auch keiner richterlichen Entscheidung. Ist das eine Mutfrage, sowas zu machen? Ich meine, so ganz unpolitische Seiten hat das ja nicht. Ne? Es ist ja nicht einfach nur eine Rechtsfrage, ich mache mal anders. Sondern, und das ist so ein Mann. Also es ist natürlich eine Rechtsfrage. Es ist eine Verfassungsfrage und jeder Richter ist verpflichtet sogar, wenn er Bedenken hat, dass ein Gesetz, das er anwenden soll oder anwenden muss, gegen eine Verfassungsregelung verstößt, das sich genauer anzugucken und gegebenenfalls entsprechende Fragen dem Bundesverfassungsgericht vorzulegen. Das Gericht darf nicht einfach verfassungskonform versuchen, das auszulegen oder das zu übergehen. So nach dem Motto, ich bin der Meinung, es ist verfassungswidrig, deswegen wende ich es nicht an. Das darf das Gericht nicht. Es muss also die Frage dann vorlegen. Das ist natürlich ein Aufwand. Ich hatte es angedeutet, das ist tatsächlich ein riesen Arbeitsaufwand, der damit verbunden ist. Also man sitzt da schon mal 2 Wochen extra für so eine Frage. Wenn man das, wie ich meine, vernünftig machen will und machen muss, man macht das nicht jeden Tag, das ist was, was man vielleicht einmal im Leben macht. Deswegen ist es, glaube ich, nicht unbedingt eine Mutfrage, es ist eine Frage natürlich schon des Standpunktes und der Rechtsauslegung oder der Rechtsposition, die man hat. Ich glaube, weniger eine politische Frage. Also ich will das nicht ausschließen, dass es das gibt, aber es ist vor allen Dingen, glaube ich, eine juristische Frage. Und wenn Sie sich den Meinungsstand mal dazu angucken und auch die Diskussion, die es gegeben hat. Ich erinnere daran, dass es ein ganz interessantes Gespräch gab zwischen Professor Berlitt und Wolfgang Neskowitsch. Das ist auch bei YouTube, kann man sich das angucken, auf sehr hohem juristischen Niveau. Also da komme ich nie hin im Leben. Ja. Aber also der Berlitt da kann man also sehen, dass es doch juristisch eine ziemliche Fingerhakelei sein kann, weniger politisch. Ja. Und ich würde es eher so in dem Bereich ansehen. Ich habe ja selber 11 sehr geeignete Prozesse in dieser Richtung, weil ich mich extra regelwidrig verhalte im Jobcenter. Damit das ist ja vorsätzlich dann. Darüber kann man dann reden, genau. Und kein Richter geht auf die Inhalte auch nur mit einem Wort ein. Also das ist eine Besonderheit, weswegen ich denke, es ist doch eine Mutfrage. Also ich habe fast das Vertrauen verloren, dass es in Berlin sich noch irgendwie eignet. Aber das ist eine andere Geschichte. Dass es viel Arbeit war, haben Sie jetzt gesagt. Ne? Haben Sie schon irgendeine Rückmeldung vom Bundesverfassungsgericht? Gibt es da irgendwie was, dass die sich schon mal gemeldet haben? Oder? Ja, ich habe auch gedacht, man kriegt irgendwie eine Eignungsbestätigung oder sowas, aber ich habe das jetzt gar nicht nachvollzogen. Ich gehe mal davon aus, es ist angekommen, aber ich weiß es gar nicht. Ich hab ein sehr zuverlässiges Gericht mit einer sehr gut funktionierenden Poststelle. Ich war selbst dabei, als es in die Post gegeben wurde und habe das auch nochmal überprüft. Und Es gibt ein Aktenzeichen, dass es raus ist. Ja, also für mich ist der Fall erstmal erledigt, weil ich bin ihn jetzt erstmal los. Vielleicht kriege ich ihn ja wieder mit irgendwelchen Hinweisen, wie ich ihn zu entscheiden habe. Ich weiß es nicht. Ja, also es ist gut, wenn Sie sagen, es gibt ein Aktenzeichen. Es gibt es. Ich kann es Ihnen schicken. Dann kriegt man am Haus vielleicht, wer der Berichterstatter ist. Das ist eine interessante Frage, wer der Berichterstatter am Bundesverfassungsgericht ist. Vielleicht ein kleiner Nebenschwenk. Es gab mal einen Aufsatz einer Verfassungsrichterin, Frau Bär heißt die, in einer sozialrechtlichen Zeitschrift. Und die hat, also Fachzeitung, und die hat sich geäußert zu sozialrechtlichen Fragen mit Verfassungsbezug. Und da war die Frage der Sanktion von ihr explizit genannt. Also so ein bisschen hatte ich den Eindruck, die warten auch darauf, dass sie die Frage mal beantworten können. Endlich. Aber ich weiß es nicht. Also das habe ich so rausgelesen. Soweit das Gutachten von unserer Seite kam, wurde ja auch sehr viel Mühe darauf verwendet hat, die Urteile des Bundesverfassungsgerichts seit 1949 mit einzubearbeiten. Auf allen Ebenen und aus meiner Sicht, ich bin ja juristischer Laie, wenn die... Also ich warte jetzt doch noch mal eine Prognose. Ich kann mir im Moment bei allem, was ich gelesen habe, zu dieser grundrechtsdogmatischen Frage,
nur ganz, ganz schwer vorstellen, wie man ein Grundrecht, das so stark definiert ist, wie man das absenken kann. Was ist das dann eigentlich noch, wenn es mit 100% sanktioniert wird? Also wenn es dann gar nichts mehr gibt, bleibt ja gar nicht mehr übrig von den Grundrechten. Das kann eigentlich nach der Grundrechtsdogmatik nicht sein. Aber ich bin kein Verfassungsrichter, ich bin nur einer, der einen kritischen Blick hat. An der Stelle. Machen Sie sich schon Gedanken, was passieren könnte, wenn das Bundesverfassungsgericht es ablehnt? Ja. Machen Sie sich keine Gedanken. Also ich mache mir die Gedanken, weil ich sage, dann gibt es Skandale, Artikel 20, dann ist alles Artikel 20.4, dann ist der Rechtsweg vollständig geschafft. Ja, gut, Sie meinen jetzt, dass der Widerstandsparagraf dann zum Tragen kommt? Oder? Ja, da bin ich ja schon dabei jetzt, aber dass wir das dann richtig machen. Also, ich hatte ja vorhin gesagt, es sind zwei Ebenen. Es ist die juristische Ebene und es ist die politische Ebene. Und ich finde, die Politik muss dazu auch irgendwann nochmal was sagen. Und da ist eben auch eine gewisse Verantwortung, das sage ich mal so von außen mit dem Blick in den Bundestag, da gibt es ja auch immer wieder mal die Möglichkeit, mal mit einer Vorlage im Bundestag was zu machen. Ich weiß, es gibt auch dort Abgeordnete, die sich um diese Fragen kümmern. Und vielleicht, der Fortschritt ist ja bekanntlich eine Schnecke, und vielleicht geht es da mal so Stück für Stück auch vorwärts. Es wird ja auch diskutiert, jetzt schweife ich schon wieder ab, aber das ist dann vielleicht auch so, es wird ja diskutiert die Frage eines bedingungslosen Grundeinkommens. Und natürlich geht das dann schon auch in die Richtung. Ja, das ist auch klar, wenn es keine Sanktionen mehr gibt, dann gibt es auch keine Bedingungen mehr, die geknüpft sind. Und da muss man auch keinen Schmus machen, dann ist das ein bedingungsloses Grundeinkommen. Damit haben Sie meine letzte Frage vorweggenommen, das wäre nämlich die gewesen, was die Aussicht wäre, wenn es so ist. Ja, da danke ich Ihnen. Da bin ich erstmal fertig. Ja, Hammer! Wer hätte das gedacht? Also, dass das so schnell geht, das ist wieder wie ein Gericht. Aber bei mir hat es gestern sehr lange gedauert. Also dreimal so lange, wie sie wollte. Das ist eine andere Geschichte. Also, wo ich immer mal bin, da dauert es ein bisschen länger. Ich weiß auch nicht, womit das zusammenhängt. Jetzt ist die Frau Seukert da vorne. Frau Solka ist sofort dadurch aufgefallen, dass plötzlich in der Zeitung stand, in Altenburg, sie möchte das ab und dass sie einfach erzählen. Ja? Also, lieber Ralf Rös, liebe Anwesende, erstmal bin ich sehr überrascht, dass dieser Saal tatsächlich voll ist. Ich komme aus der Provinz, wenn man solche Veranstaltungen dazu durchführt, dann ist das durchaus nicht so, deswegen bin ich sehr gerne gekommen und danke für die Einladung. Ich würde auch lieber gern sitzen, dann ist das sozusagen für mich einfacher, weil ein bisschen aufgeregt bin ich jetzt auch. Und, ich bin auch eigentlich gar nicht auf einen Vortrag eingerichtet, sondern eher auf so ein Gespräch und vielleicht kommen wir ja auch dann besser dazu. Ich muss auch vielleicht am Anfang ein bisschen die Erwartungshaltung runterschrauben. Ich darf gar nicht so einfach den Hebel umklappen und sagen, Sanktionen in meinem Landkreis werden abgeschafft. Das ist vielleicht ein Irrtum, den ich gleich von Anfang an aufklären muss. Aber natürlich bin ich Politikerin und versuche sozusagen alles dafür zu tun, dass es auch in meinem Landkreis so weit kommt. Und ich will es ein bisschen erklären. Meinen Hintergrund sollte man möglicherweise verstehen. Ich bin, bevor ich vor 3 Jahren relativ knapp, vielleicht hat es der eine oder andere mitverfolgt, in Thüringen Landrätin geworden bin, mit nur 105 Stimmen Vorsprung. Die kenne ich mittlerweile nicht persönlich. Bin ich 10 Jahre Landtagsabgeordnete gewesen und in dieser Eigenschaft habe ich natürlich die Anfänge dieses Hartz-IV-Gesetzes miterlebt. Und mein Wahlkreisbüro, ich hatte eine Mitarbeiterin wie jeder Abgeordnete, war von Anfang an klar, dieses Gesetz ist Armut per Gesetz, sagt ja meine Partei und dazu stehe ich und trotzdem muss man Betroffenen versuchen zu helfen und die Mitarbeiterin war von mir aufgefordert und hat das auch selbst natürlich getan, ist mittlerweile übrigens Kreisvorsitzende und selbst Landtagsabgeordnete, jede nur erdenkliche Weiterbildung zu nutzen, um hinter die Geheimnisse dieses Gesetzes zu kommen und Betroffenen zu helfen. Und von daher bin ich mit ganz konkreten sozusagen Fällen von Anfang an auch konfrontiert gewesen und habe immer mir gewünscht,
dass man sozusagen politische Verantwortung übernehmen kann, um an dieser Stellschraube was zu tun und das für Betroffene im Prinzip zu mindern. Weil was dahinter steckt, ist Folgendes: Ich komme aus einem Landkreis, der hat nur 93.000 Einwohner, liegt relativ zentral in Mitteldeutschland, also umgeben von Sachsen und Sachsen-Anhalt. Und trotzdem ist die Arbeitslosigkeit sehr hoch, immer noch 10%, die höchste Jugendarbeitslosigkeit in Thüringen, obwohl wir die wenigsten Haushalte mit Kindern in meinem Landkreis haben. Und das sind so bedenkliche Dinge. Und noch dazu, wenn man weiß, dass in Thüringen der Durchschnittslohn am geringsten unter allen Bundesländern ist und noch dazu im Altenburger Land. Wir haben einen sehr hohen Prozentsatz von Langzeitarbeitslosen, wir haben 6.000 Bedarfsgemeinschaften, weil vor der Wende war natürlich dieses Gebiet auch ein Gebiet, wo sehr viele in der Frauenkohle, in der Wismut gearbeitet haben. Und Sie wissen das möglicherweise selbst, dass viele von denen jetzt über 50 sind und gar keine Chance mehr haben auf dem ersten Arbeitsmarkt. Und trotzdem gibt es sehr viele von denen, die für die Gesellschaft was tun wollen und auf freiwilliger Basis auch gern mithelfen würden, das eine oder andere zu tun. Und ich habe es nie verstanden, wirklich von Anfang an nicht, wieso so ein Hartz-IV-Gesetz im Prinzip sozusagen mit Sanktionen arbeiten muss, anstatt zu gucken, wie man versuchen kann, die Menschen in unsere provinzielle Gemeinschaft einzugliedern, dass sie teilhaben können. Weil wir sind ein sehr kulturvoller Landkreis, wir haben nach wie vor ein Fünf-Sparten-Haus bei uns, also es ist ein sehr schöner Landkreis, auch ich lade Sie alle herzlich ein, mit der S-Bahn kann man innerhalb von 2,5 Stunden ist man in Altenburg, und das haben schon auch einige genutzt und sind immer überrascht, wie schön dieser Landkreis ist. Und ich will einfach, dass die Menschen, die darin wohnen, auch wenn sie immer älter werden, natürlich auch teilhaben können. Und das macht mich schon besorgt, dass wir so wenig Jugendliche mittlerweile haben. Und übrigens ist ein Viertel von denen wächst unter Hartz-IV-Bedingungen auf, obwohl wir jetzt, ich sag mal, jeder Jugendliche mindestens 1,5 Lehrstellen sich aussuchen kann, gibt es also durchaus diese Diskrepanz. Und in diesem Jahr feiern, in Anführungsstriche, wir 10 Jahre Hartz-IV-Gesetz, und da ist es doch endlich mal geboten, dieses Gesetz auch zu evaluieren und zu sagen, was ist an dem falsch. Und was ich als... Ja. Und mein Anlass war gar nicht so die Herangehensweise, dass ich sozusagen jetzt bedingungsloses Grundeinkommen fordere, tue ich natürlich, weil das sozusagen meine Grundhaltung ist. Aber das in der Gesellschaft umzusetzen, möglicherweise dauert das noch. Aber mein Ansatz war ein ganz anderer. Ich habe durch mein Amt als Chefin der Trägerversammlung des Jobcenters natürlich mitbekommen, dass wir unheimlich viel Geld in die Bürokratie stecken. Also ganz speziell habe ich 10,6 Millionen Euro dafür, dass Mitarbeiter im Jobcenter im Prinzip diese bürokratischen Dinge regulieren. Und in diesem Jahr kam noch dazu, dass die Bundesagentur offensichtlich einen Fehler gemacht hat, ein neues Personaltool eingeführt hat und wir jetzt unterjährig bei einer Revision festgestellt haben, man braucht dafür noch mehr Geld. Und was tut man? Man soll jetzt sozusagen aus dem Topf, der für die Eingliederungsleistung für die Erwerbslosen da ist, soll man sozusagen was rausnehmen, um noch mehr in die Bürokratie zu stecken. Und das ist für mich absurd. Ich meine, ich habe als Landrätin, die der Linken angehört, ja nicht mehr so viel mit Partei zu tun, weil man den ganzen Tag 12 Stunden arbeitet. Aber erst dann über Facebook bin ich noch voll angeschlossen und nutze das auch sehr gern, dann mitbekommen habe, dass Jens Petermann diesen Beschluss sozusagen gefasst hat und eine ehemalige Kollegin von mir, eine Landtagsabgeordnete, eine Pressemitteilung da rausgegeben hatte, die ich dann nachts irgendwann gelesen hatte, dachte ich, super, und habe das sofort gepostet und hingeschrieben, dass ich mir also wünsche, dass wir im Jobcenter, sage ich mal, die Prioritäten eben anders setzen können, dass wir nicht mehr Mitarbeiter brauchen für noch mehr Sanktionen, sondern im Prinzip viel mehr in Beratungsleistung und sowas letztendlich auch eingreifen können. Das hat dann wiederum, und das war der Anlass, weswegen ich jetzt offensichtlich prominent und mutig bin, bin ich eigentlich nicht, ich habe nur meine Arbeit gemacht, hat dann ein sehr junger Stadtrat der SPD in Altenburg, der gleichzeitig der Personalratsvorsitzende ist, dann hochgezogen, hat die Facebook
Diskussion, die ich dann in der Nacht irgendwann mit irgendjemandem geführt habe, rauskopiert, hat das an alle Mitarbeiter des Jobcenters geschrieben und die fühlten natürlich sich dann in ihrer Arbeit von mir als Amtsträger nicht mehr gewürdigt. Das wiederum fand ich wiederum spannend, das aufzuklären, denn ich bin als Landrätin sozusagen natürlich daran gebunden, Recht und Gesetz umzusetzen. Das habe ich ja letztendlich darauf meinen Eid auch geleistet. Aber ich bin natürlich auch Politikerin und darf noch dazu, wo ich vorher selber Landtagsabgeordnete war, quasi reflektieren, was an Gesetzen aus meiner Sicht falsch ist, falsch wirkt oder geändert werden kann. Und Gesetze sind kein Hexenwerk, das machen Abgeordnete im Landtag oder im Bund. Und deswegen, ich sag mal, fällt es mir nicht so schwer, darüber nachzudenken, dass das nicht Gott gegeben ist, sondern dass man Gesetze ändern kann und muss. Das hat dann auch bei uns in der Provinz, sag ich mal, zu Zeitungsartikeln geführt. Auch die Junge Welt hat berichtet. Ich habe dann ganz liebe Mails aus der ganzen Bundesrepublik gekriegt, bin auch sehr froh darüber, weil vor Ort war die Diskussion eher unangenehm für mich. Aber auch das finde ich ein Gewinn, weil jetzt habe ich die Möglichkeit und die Situation habe ich natürlich genutzt, alle meine Mitarbeiter des Jobcenters einzuladen und mit denen auch selbstreflektierend darüber zu reden, was wir denn in meinem Landkreis gemeinsam eigentlich wollen. Und wenn ich weiß, ich habe eine sehr hohe Jugendarbeitslosigkeit, ich habe sehr viele, die sozusagen unter Armutsbedingungen aufwachsen. Es gibt auch ein Christel-Problem, dass ich dann, sage ich mal, nicht gleichzeitig Sozialarbeiter nach Meuselwitz schicken kann, wo Jugendliche unter der Brücke schlafen, weil denen egal ist, die wievielsten Brief sanktioniert sie vom Jobcenter kriegen, die machen das gar nicht mehr auf. Die hungern einfach und die Sozialarbeiter betteln bei Unternehmen, damit die nicht verhungern. Das muss man sich überlegen in diesem reichen Deutschland. Also ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber so ein Zeitungsartikel gab es bei uns in der Zeitung und gleichzeitig sitzen die Mitarbeiter des Jobcenters im selben Landkreis und sanktionieren. Und das passt nicht zusammen. Und diese, sagen wir mal, Bewusstseinsebene, die will ich einfach hinkriegen und in der Diskussion. Und das geht eben nicht, indem ich anweise, es wird nicht mehr sanktioniert. Erstens darf ich das nicht. Und zweitens wäre das auch nicht so wertvoll, wie wenn Mitarbeiter im Jobcenter endlich begreifen, dass wir eine andere Aufgabe haben. Und ich bin mittlerweile, es gab Veranstaltungen dazu, auch Katja Kipping war bei uns im Landkreis, ihr Mitarbeiter vor kurzem, durchaus die Diskussion zu dem bedingungslosen Grundeinkommen. Ich mag mich nicht damit abfinden, dass sozusagen nur der Haushaltsvorstand ein bestimmtes Geld kriegt und die Frau dann, meistens ist es die Frau dann weniger, nur ein Konto und all diese dämlichen Sachen, bis hin, dass man sozusagen Außenbetreuer hat, die gucken, ob zwei Zahnbürsten in der gleichen sozusagen Schatulle stehen, das finde ich alles so absurd. Und demzufolge bin ich gern bei all diesen Diskussionen dabei. Im Übrigen lerne ich jeden Tag auch wieder dazu. Und deswegen, als ich gehört habe, Jens Petermann, so oft treffen wir uns nicht. Wir sind aus einem Landesverband, aus einem Land Thüringen, aber rechts und links sozusagen oder im Westen und im Osten von Thüringen. Und deswegen habe ich sofort zugesagt und hoffe, wir kommen noch gut ins Gespräch miteinander. Vielleicht erstmal so viel. Herzlichen Dank. Sie haben im Prinzip alles gesagt, was ich fragen wollte. Eine Frage ist mir jetzt noch offen, aber die geht noch fast eher, weil Sie ja schon gesagt haben, dass Sie jetzt die Sanktionen nicht abschaffen können. Das ist schon weniger geworden. Das weiß ich jetzt. Einfach durch die Diskussion. Weil das sind, sag ich mal, Ermessensentscheidungen von Mitarbeitern. Mir hat vor ein paar Jahren mal jemand gesagt, da war ich im Wahlkampf in Hessen unterwegs, noch als Landtagsabgeordnete, du, da gibt es eine Statistik, euer Landkreis hat die höchsten Sanktionen. Da war ich richtig erschrocken und bin jetzt froh, dass wir nicht mehr als Landkreis zu denen gehören, sondern im Gegenteil, dass in Thüringen, wie jetzt auch Ina Leukefeld als Landtagsabgeordnete mit einer kleinen Anfrage rausgeht, da die Sanktionen zurückgehen und unser Landkreis nicht mehr an der Spitze liegt. Und ich habe mich jetzt vereinbart mit den Jobcenter-Mitarbeitern, dass wir sozusagen vierteljährlich in einer Strategiediskussion der Führungskräfte dann halt auch ein bisschen die Problemlagen nochmal besprechen, auch die ganz konkreten. Und da hoffe ich einfach, dass wir gemeinsam dazu kommen, dass Sanktionen einfach kein Mittel sind, um das, was wir alle wollen, nämlich Leute in gute Arbeit zu bringen, dass wir das sozusagen schaffen. Ne? Und gute Arbeit ist nicht nur das, was sozusagen Arbeit ist, die von der Gesellschaft, von Unternehmen bezahlt wird, sondern auch, was die Gesellschaft braucht. Das ist für mich auch wichtig. Ich möchte die erste Frage selber fragen. Die ist
vorhin schon gleich gekommen und die hätte mit dazugehört, und weil sie auch meine Frage noch wäre. Und dann gehen die anderen. Die Jobs hinter sind so organisiert, dass die Obrigkeiten Boni bekommen. Ist das bei euch auch so? Wenn sie zwei Dinge hinkriegen, schnelle Jobcenter, zwei Dinge mit schnelle Vermittlungen und Kosteneinsparnisse. Schnelle Vermittlungen heißt also mindestens in Berlin, die Leute so schnell wie möglich irgendwo hinzubringen, egal wohin, und es ist egal, wenn der in drei Wochen wieder auftaucht, dann kann man ihn gleich weitervermitteln. Das bringt Bonuspunkte für die Obrigkeiten, die unteren sind alle auf Schleudersitzen, das heißt, die sind ja nur befristet angestellt und die müssen genauso funktionieren, wie die Obrigkeiten sagen, und von oben kommen die entsprechenden Dinger. Zum Kosteneinsparen gehören auch die Sanktionen, womit aus meiner Sicht, das sage ich jetzt ganz vorsichtig, von den Jobcentern ausgeht ein Mobbingverfahren gegen die Hartz-IVler noch läuft, dass man sie rauskriegt aus dem Bezug und so weiter und so fort, weil das Bonuszahlungen umgibt. Ich sage das jetzt aus ganz persönlicher Sicht. Ich halte eine Behörde, die Bonuszahlungen bekommt, für prinzipiell korrupt. Das stimmt. Und zwar aus folgendem Grund. Ich mache einfach das Bild dazu. Wenn die Polizei Bonuszahlungen bekommen würde dafür, dass möglichst viele Verbrecher gefangen werden überführt werden, hätten wir in Deutschland, wir haben 80 Millionen Bewohner, 160 Millionen Verbrecher. Ich glaube aber, dass wenn die Polizei dafür Boni bekommen würde, dass keine Verbrecher, also dass da Ruhe ist im Laden, ne? Dann kann ich hingehen und sagen, weil die ist eingebrochen worden, dann würde ich sofort sagen, hat die Tür offen stehen. Also da kann passieren, was will. Das Besondere an der Behörde ist, dass sie eigentlich nicht bonusorientiert arbeitet. Und das ist jetzt die... Ich halte das für korrupt. An der eigenen Biografie kann ich sehen auch, abgesehen davon, dass ein Mobbingverfahren läuft. Und das erlebt man sehr viel. Und da ist so eine Frage, wie ihr das erlebt oder sowas an dieser Stelle. Ja, ich glaube, das war's schon. Ab jetzt nehme ich die Fragen dann. Was da aus Ihrer Sicht dazu zu sagen ist, das ist meine Frage. Also das verwundert mich jetzt, weil meine Geschäftsführerin ist eingestuft nach dem normalen Angestelltenvertrag, den die Bundesagentur vorgibt, die Angestellten auch. Und meines Erachtens, also ich würde das jetzt für mich in Anspruch nehmen, bei uns gibt es keine Bonizahlungen an die Geschäftsführerin. Ansonsten besprechen wir den Wirtschaftsplan und die Zielindikatoren durchaus in der Trägerversammlung. Da sind drei Mitarbeiter, die sozusagen vom Jobcenter geschickt sind. Eines ist davon der Chef der Arbeitsagentur, so wie ich als Landrätin dort drin sitze, und jeweils noch zwei andere. Die beiden, die vom Landkreis kommen, sind vom Kreistag geschickt. Und wir besprechen, also die sechs Leute in einer kleinen Gruppe, die Zielindikatoren. Und unsere Zielstellung ist durchaus, erstens keinen weiteren Personalzuwachs in den Jobcenter bei zurückgehenden Bedarfsgemeinschaften und zurückgehenden Hilfeempfängern zuzulassen und gleichzeitig auch die Prioritäten so zu setzen, wie wir denken, in unserem Landkreis verfahren zu müssen. Und das heißt zum Beispiel jetzt, sind ja auch durch die Bundesagentur kommen immer wieder neue Anforderungen, die zu noch mehr Bürokratie aus meiner Sicht führen. Hat sicherlich auch immer einen konkreten, reellen Hintergrund. Und dann muss die Geschäftsführung uns Vorschläge machen, wie man das aber auf andere Seite einspart. Also wir haben zum Beispiel dann Außendienstmitarbeiter oder sowas stellen, die unbesetzt bleiben, weil wir dann die Prioritäten anders setzen. Das wird gemeinsam in der Trägerversammlung, die ich ja leite, besprochen. Und zukünftig, wie gesagt, kommt jetzt dazu, dass wir mit den Führungskräften des Jobcenters vierteljährliche Beratungen machen werden, um einfach noch näher dran zu sein an dem Problem. Um für meine Leute in meinem Landkreis zumindest den Handlungsspielraum zu haben, den optierende Kommunen auch haben. Und so viel wie möglich auch auf Freiwilligkeit setzen zu können, auf Mitarbeit. Ich will nicht, Arbeit, die gar nicht da ist, anweisen müssen, oder die Einsparungen über Sanktionen, die sind meines Erachtens minimal, und der Schaden, der angerichtet wird, ist viel größer, als dass ich das als sozusagen eine Einsparmaßnahme anerkennen würde, also bei uns nicht. Ich beziehe mich auf einen Artikel im Spiegel mit allen Mitteln, wo das genau ausrecherchiert worden ist, mit den Bonuszahlungen oben, und da werden auch die Beträge angegeben. Genau.
die am Ende des Jahres rauskommen. Und dieser Artikel war gut recherchiert und ist nicht vom, von der Behörde abgelehnt worden oder sowas, korrigiert worden oder sowas. Mit allen Mitteln, wenn es bei euch ausnahmsweise anders ist, dann macht ihr es mit anderen Mitteln. Sind Sie Korruptionskommune? Nein, sind das okay. Wir haben hier gesagt, wir machen die Frage ab und nicht jetzt. Naja, aber weil sie sagte, dass es nicht ist, also ja, ja. Ich ich gebe dir jetzt mal raus und gucke, dass ich hier. Frage an Herrn Petermann. Haben Sie für Ihre Richtervorlage die Vorarbeit von Herrn Böß? Respektive das Gutachten von Frau von Herrn Heskewitsch und Isabel genutzt und wenn, in welchem Umfang? Also das sind alles, was veröffentlicht wurde zu dem Thema, habe ich natürlich versucht einzubeziehen und das war natürlich ein Grundstein, muss ich sagen, der schon eine ganze Reihe von Fragen, die zu beantworten waren, beantwortet hat und eine sehr tiefe, sage ich mal, juristische Sicht schon gezeigt hat. Das hat durchaus auch die Arbeit mit, ich sage es mal, auch erleichtert. Verstößt die EGV nicht schon gegen die Vertragsfreiheit? EGV nicht schon. Ja, nicht schon, also die EGV nicht schon gegen die Vertragsfreiheit, denn damit werden die Sanktionen ja erst legitimiert. Und was ist mit der Unverletzlichkeit der Wohnung? Ja. Die ist relativ, die Unverletzlichkeit der Wohnung, das sieht man ja bei dem Punkt, dass Wohnungsbesuche gemacht werden können, aber man muss da niemanden reinlassen übrigens in seine Wohnung. Also das entscheidet jeder Mensch immer noch selbst, wen er in seine Wohnung lässt. Worauf kann er sich da berufen? Da muss er sich auf nichts berufen, das ist sein Recht, der hat ein Grundrecht, die Wohnung ist unverletzlich. Sie kann natürlich mit richterlichem Beschluss durchsucht werden oder die Polizei kann da rein, wenn Gefahren verschwinden. Das sind alles Ausnahmetatbestände, aber im Bereich des SGB II muss man da niemanden reinlassen. Natürlich macht man es trotzdem, es werden trotzdem Besuche gemacht, möglicherweise hat das dann Folgen. Da muss man im Einzelfall sehen, wie sich das auswirkt und ob man dann erfolgreich dagegen klagt. Was war die erste Frage? Ob nicht schon die Eingliederungsvereinbarung. Ja, das ist ja ein Instrument der Förderung im SGB II. Und wir hatten im Rahmen des Vorlagebeschlusses ja das Thema Berufsfreiheit auch mit angesprochen. Das ist auch ein Grundrecht. Und wir sehen die auch tangiert. Also insofern kann es schon sein, wenn ich eine Eingliederungsvereinbarung unterschreiben muss, oder die kann ja auch per Verwaltungsakt verfügt werden, wenn ich nicht damit einverstanden bin, und daraus bestimmte Pflichten erwachsen, dass diese Pflichten auch einen Verfassungsverstoß ergeben können. Also wenn ich jetzt beispielsweise verpflichtet werde, eine bestimmte Tätigkeit auszuüben, die ich nicht ausüben will oder ausüben kann möglicherweise. Also das muss man im Einzelfall sehen. Okay. Ist es nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts 2015 noch möglich, sich auf Studien zu berufen, nach denen der Regelsatz zu niedrig ist? Also ich glaube, der Beschluss von 2014 ist gemeint. Weil ich kenne von 2015 keine Entscheidung, aber gut. Ja, wahrscheinlich ist das gemeint. Jedenfalls geht es um diese Regelsatzberechnung, was ich vorhin auch zitiert hatte. Ja, eigentlich ist der Drops gelutscht, sag ich mal salopp. Das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, dass es jetzt alles nachvollziehbar ist, dass es oder noch nachvollziehbar ist, dass es noch verfassungsgemäß ist, dass es angepasst werden muss. Und dass es hier und da Bereiche gibt, wo man das Gesetz auslegen muss, wenn Sonderbedarfe bestehen, wie, was ich vorhin auch nannte, größere Anschaffungen notwendig sind. Wir sind jetzt sicherlich auch in dem Bereich, wo die Politik zeigen muss, wenn sie das will, ob sie mit diesem Gesetz weiterarbeiten will oder ob es Veränderungsbedarf sieht. Und die Mehrheitsverhältnisse sind im Moment aus meiner Sicht nicht so, dass es eine Veränderung gibt. Also da muss man sich auch nichts vormachen. Frage an Herrn Petermann. Wie ist aus juristischer Sicht der Unterschied in SGB II für unter 25-jährige Menschen zu erklären? Wieso werden 24-Jährige gegenüber 25-Jährigen benachteiligt? Ja, der Gesetzgeber will das so. Das ist die einzige Erklärung, die ich dazu geben kann. Also ich persönlich würde es vielleicht auch unter dem Aspekt Verfassungskonformität problematisch sehen. Also man könnte auch hier einen Verfassungsverstoß sehen. Ist im Übrigen auch schon
diskutiert worden. Gerade die Sanktionen gegen unter 25, die sind noch mal viel verschärfter. Also ich denke, dass auch in dem Bereich werden wir sicherlich Antworten bekommen. Es gibt jetzt den Arbeitskreis für Hartz IV. Wie kann man die Ergebnisse des Arbeitskreises zur Überarbeitung von Hartz IV beeinflussen? Es gibt jetzt einen Arbeitskreis über, habt ihr da irgendwas mit zu tun? Arbeitskreis über zur Bearbeitung von Hartz IV? Ich weiß über den Landkreistag, aber dem gehöre ich im Bund nicht an. Darf ich mal kurz fragen, wer das gefragt hat, was ist das für ein Arbeitskreis? Na, der wurde vom Bundestag, glaube ich, eingesetzt. Genau. Der hat ja letztens getagt, da waren wir ja dabei. Ja, aber das ist doch so. Doch, da haben die ihre Stellungnahme gegeben und das hängt mit dem Arbeitskreis zusammen. Ach so, das und da ist zum Beispiel, wird da diskutiert, ob unter 25 anders nicht gleich behandelt wird wie über 25, sollte der wieder und die sogenannten Rechtsvereinfachungen, zum Beispiel ein Jahr lang gleiche Bewilligungsbescheid zu machen und die Sanktionen irgendwie anders zu handhaben und sowas, gleich 50 oder gleich 100% und so weiter und so fort. Da wird eine Menge diskutiert. Da ist die Frage, das wie das... da vielleicht so mit Informationen reinzubringen oder so? Anzahl. Über die Partei. Durch die Partei? Ja. Also man müsste jetzt irgendwo eintreten bei den Linken zum Beispiel? Nein. Nein. Es ist immer gut, wenn Sie sich einer Partei anschließen, die Sie gut finden und die fortschrittlich ist, das will ich hier gar nichts dagegen sagen, kann auch die Linke sein. Aber da, ich denke, es gibt genügend Möglichkeiten, den Abgeordneten des Bundestages eine Information zukommen zu lassen. Man kann da möglicherweise sogar mal einen Gesprächstermin bekommen. Da gibt es sicherlich auch gerade in dem Bereich Sozialrecht, wo Abgeordnete zuständig sind, auch Gremien, die sich konkret mit diesen Fragen befassen und zuarbeiten machen und das alles mal einsammeln. Und dort sollte man sich hinwenden. Aber was haben Sie denn gerade da Kontakt? Im Zweifel schicken Sie das an den Fraktionsvorsitzenden und der verteilt das dann. Sanktionen, sind das keine hoheitlichen Aufgaben, die eigentlich von Beamten ausgeführt werden müssten? Also ich bin für die Abschaffung des Beamtensystems. Ich kenne keine hoheitlichen Aufgaben, auch bei Pädagogen nicht. Auch eine Zeugnisunterschrift, ich war selber Lehrer. Also dass Polizeibeamte sein müssen, mag ja so sein und auch im Gericht, aber mehr auch nicht. Sind aber keine mehr. Ja, gut, noch nicht. Nein, du gehst doch. Ich habe das schon zeigen lassen, als ich mich in Brandenburg habe, ich habe uns überhaupt beantworten können, das auch hin. Und er hat eindeutig einen Dienstausweis bezahlt. Wir haben keinen Beamtenausweis. Das hatte ich schon zweimal. Das wäre die Lieblingszeit. Okay, ich denke aber, das ist noch so eine Nebenfrage. Da kommen bestimmt ganz, ganz viele Fragen, wenn wir da jetzt einmal mit anfangen, weil das ein sehr großes Thema ist. Müssten nicht die aktuellen Sanktionen, wenigstens alle in Deutschland, ausgesetzt werden, bis das, ausgesetzt werden, bis das Verfassungsgericht entschieden hat? Wer müsste das durchsetzen? Also die Ministerin in Thüringen, die Heike Werner, hat so ein Moratorium gefordert, aber leider liegt es nicht in ihrer Macht als Thüringer Ministerin sozusagen das umzusetzen, aber die Debatte darum, die ist, glaube ich, schon gut. Ich würde mir das auch wünschen. Vor dem Moratorium. Ja, bitte? Es war schon mal kurz vor dem Moratorium im Bundestag. Da hat die Linke auch gesagt, wohl, der Initiator, die Linke gesagt, nee, wir wollen die Sanktionen abschaffen, wir sind nicht erstmal nicht einfach mit dem Moratorium. Das ist die Änderung. Gut, das müsste man die Abgeordneten fragen. Ich verfolge das nicht alles. Ja, aber nachher war 2008 oder so. Ich weiß nicht. Ich habe die Unterlagen da. Okay, ein Mensch, der eine Straftat begangen hat, erhält durchgängig Unterkunft, Essen und Versorgung bei Krankheit. Ein Bundesbürger in Hartz IV bekommt Essen, Krankenversicherung und Wohnung entzogen, wenn es nach dem Ermessen eines beliebigen Jobcenter-Mitarbeiters angemessen ist. In meinen Augen sind die Hartz-IVler Bauernopfer unseres Systems. Oh. Oder? Erklären Sie mir es bitte. Naja, bitte. Ja, weil die 15. Kammer des Sozialgerichtes Gotha der Meinung ist, dass das nicht geht, was Sie gerade geschildert haben, wurde es dem Bundesverfassungsgericht vorgelegt. Weil natürlich
eine derartige Behandlung von Menschen aus Sicht der Kammer, also des Gerichtes, nicht verfassungskonform ist, weil es eben Grundrechte gibt, die einzuhalten sind. Deswegen sind wir der Meinung, dass das nicht geht. Und das Beispiel ist ein gutes Beispiel und das zeigt eben auch, dass man muss sagen, ein Straftäter, der eine Straftat begangen hat, die nach strafrechtlichen Kriterien zu einer Verurteilung und möglicherweise zu einer Inhaftierung führt, besser behandelt wird als ein Mensch, der zweimal vergessen hat, aus welchen Gründen auch immer, zum Jobcenter zu gehen und sich zu melden. Also das ist ja schon eine riesen Diskrepanz. Da ist ja eine Wertung, steht ja da dahinter, das kann man ja eigentlich gar nicht mehr nachvollziehen. Ja. In der DDR durfte man noch bis an die Grenze des Staates und in Hartz IV ist an der Grenze der eigenen Stadt schon Schluss. So ist das. So, jetzt kommt hier eine Frage, die ich würde sagen eher rhetorisch gemeint ist. Also diejenigen bräuchten sich jetzt nicht melden und die Augen, aber ich finde das eigentlich eine nette Geste. Ist hier jemand Mitarbeiter oder Mitarbeiterin eines Jobcenters? Derjenige bekäme jetzt Applaus. Wenn derjenige sich äußern möchte, was nimmt er von mir mit? Aber wir können ja trotzdem mal Applaus geben, falls hier jemand da ist. Einladungen haben wir verteilt, an meine Hauptsanktionärin auf jeden Fall und an den Richter, an eine Richterin, wo ich gestern, mit der ich gestern Prozesse hatte, auch. So, wir haben das also überall verteilt, so zu dem Thema. Aber also ich kann das bekräftigen, ich habe auch von Mitarbeitern unter vier Augen positive Rückmeldungen bekommen, die darauf warten, dass es diese Diskussion gibt. Und viele werden auch krank dabei. Ja. Also ich würde auch gerne nochmal öffentlich in unserem Namen von Wir sind böse oder so sagen, wir sind immer interessiert an wirklich an Dialogen mit den Mitarbeitern. Also das ist schon unser Anliegen. Also die sind meistens, sag mal, in ihrem Team dann auch in der Minderheit und stehen dann zwischen den Stühlen und das ist nicht unbedingt angenehm, wenn man als Mitarbeiter eine andere Auffassung hat als vielleicht, und deswegen will ich eben diese Strategiediskussion mit den Führungskräften führen, damit mehr Mitarbeiter möglicherweise gemeinsam das denken, was wir denken. Hier hat sich jemand jetzt Mühe gemacht, um viel aufzuschreiben. Es war gesagt worden, die Anwendung von Sanktionen sei eine Ermessensentscheidung der Jobcenter-Mitarbeiter. Das stimmt meines Wissens nicht. Will ein Mitarbeiter eine Sanktion nicht anwenden, muss er dafür einen wichtigen Grund haben bzw. nennen. Wie schätzen Sie die Situation ein? Sollten die Sanktionsgesetze abgeschafft werden? Wird die Befürworterseite kreativ? Da möchte ich was sagen. Ich hatte gerade gestern, nee, vorgestern ein Telefongespräch damit mit Inge Hannemann. Und die hat nochmal bestätigt, eigentlich muss man keine Sanktionen verteilen, aber man muss dann sehr schlau sein. Es gibt immer Leute, also Leute, die Mitarbeiter auch überwachen und die gucken dann ins System und sagen, verteilt er Sanktionen oder nicht. Und sie hat gesagt, sie wäre dann einfach an dem Tag krank gewesen oder hätte sich vorher eine Ausbildung oder irgendwas besorgt, also eine Fortbildung, sodass quasi ihr Computer immer zu war, weil so reingucken darf man nicht. Und eine sehr gute Kollegin, die das auch immer versucht hat, die wäre zufällig an dem Tag da gewesen und dann hätte man sie jetzt gekündigt. Also so, also man muss, wenn man da, ich will mal sagen, subversiv tätig werden will und letztlich kann alles als guter Grund gelten. Das ist das Allerwichtigste. Aus menschlichen Bedingungen kann alles als guter Grund gelten, aber muss nicht. Das ist immer eine totale Ermessensfrage. Aber das ist so ein Zwischending, was da schwierig ist und man muss schon ein IQ von 140 haben und die Abläufe sehr genau kennen, um da, ich will mal sagen, Gestaltungsspielraum zu haben. Wäre jetzt meine Antwort. Jetzt, wenn andere Antworten da sind. Ich bin so naiv zu hoffen, dass es bei mir Mitarbeiter gibt, die auf Sanktionen zukünftig verzichten werden, die trotzdem keine Sanktionen von ihrer Übergeordneten
ja, Geschäftsführung kriegen und wenn dann doch, dass sie dann sich per Mail an mich wenden, dass ich mich einklinken kann. Ich leite einen Betrieb mit über 550 Mitarbeitern. Ich kann nicht alles selbst wissen und ich hoffe, die Mitarbeiter, die so denken wie ich, und man sollte ja nur öffentlich wissen, wie ich denke, die haben dann das Vertrauen, sich an mich zu wenden. Soll ich das machen? Ja. Also ich glaube, man muss das wirklich auch ein bisschen relativieren. Ich will vielleicht doch mal eine kleine Lanze für die Mitarbeiter im Jobcenter brechen. Die haben nämlich nicht die Möglichkeit, irgendwas dem Bundesverfassungsgericht vorzulegen. Die sind weisungsunterworfen, das heißt, die haben ein Gesetz anzuwenden und umzusetzen. Dazu gibt es noch Richtlinien und Direktiven, die auch, wenn sie schriftlich ergangen sind, den Charakter von Weisungen haben. Die sind dann quasi arbeitsrechtlich schon in der Bredouille, nenne ich es mal, die Dinge so auch umzusetzen. Und den Fall, den wir zu entscheiden hatten, der war ganz klar sanktionswürdig. Ja, und deswegen sind die Sanktionen auch ausgesprochen worden. Und insofern war dem Jobcenter zumindest nicht vorzuwerfen, dass sie gegen das Gesetz gehandelt hätten. Es sei denn, es ist verfassungswidrig, aber das konnte nur das Gericht wiederum feststellen. Also es gibt sicherlich die Möglichkeit, so oder so zu agieren und natürlich ist es gut, wenn es nicht mehr so extensiv gemacht wird und man hat da auch einen Spielraum, davon bin ich auch überzeugt. Und es gibt auch ein Ermessen, nicht jede Tätigkeit, die da irgendwo im Raum steht, ist auch angemessen. Man kann da auch genauer hingucken, was man den Menschen für Arbeitsangebote macht. Und nur um sie dann hinterher zu sanktionieren, ihnen ein Angebot zu machen, wo klar ist, das können die nie im Leben annehmen. Also sowas dürfte eigentlich nicht passieren, aber findet natürlich auch statt. Und das sind, glaube ich, die Punkte, wo es Unterschiede gibt. Und da muss man im Einzelfall sehen, wie sich der ein oder andere Mitarbeiter verhält. Und da weiß ich gerade bei den Menschen, die auch hier sind, die haben vielleicht nicht immer die besten Erfahrungen gemacht, deswegen sind sie ja auch so aktiv. Spricht halt auch einiges dafür, dass da viele Dinge nicht so laufen, wie sie laufen können, laufen müssen, aber ich hoffe halt auch, dass da ein Denkprozess stattfindet und wenn wir da vielleicht in Thüringen durch eine Entscheidung eines kleinen Sozialgerichtes und durch die Umsetzung jetzt auch in den Behörden, in dem ein oder anderen Landratsamt, wo es eine Debatte gibt, wenn wir da ein Stück weiterkommen, dann haben wir, glaube ich, auch viel erreicht, weil dann haben wir schon mal eine Diskussion und eine Debatte angeschoben und auch Veränderungen auf den Weg gebracht, die auch im Einzelfall den Menschen helfen. Und das sollte man auch nicht unterschätzen, dass es eben auch im Einzelfall dazu führt, dass es Menschen jetzt eben nicht mehr so schlecht geht. Und was können wir dazu tun? Wir können da unterstützen dürfen. Ja? Wir wissen, was zu Robin Hood ist das jetzt so, wenn die einzelnen Jobcenter-Mitarbeiter da jetzt entgegen ihrer... Sind sie vom Jobcenter oder? Nein, um Gottes Willen. Aber ich meine bloß, was wir jetzt dafür tun. Was wir zusammen schließen oder können wir da unterstützen dürfen? Dann gibt es keine Sanktionen. Sie unterstützen zumindest mich schon, dass Sie heute hier so zahlreich da sind. Sie glauben nicht, dass es mir aber Mut macht. Das ist bei uns durchaus, ich habe das vorhin schon mal gesagt, nicht so. Und man fühlt sich an der Spitze einer Verwaltung, wenn man, sag ich mal, eine bestimmte Vision hat, manchmal durchaus sehr allein. Also mir geben Sie schon Kraft dadurch, dass Sie alle hier sind. Also diese Frage schließt sich sehr daran an, was können wir tun, um uns jenseits der vom System uns angebotenen Rollen, also Kunde und Arbeitsamtmitarbeiter, auf beiden Seiten eine Solidarisierung und Emanzipierung gegen das System zu erreichen? Das finde ich eine ganz tolle Frage. Also dass man einfach sieht, wir sitzen in einem Boot eigentlich. Ne? Also bei uns, wie gesagt, vor Ort war die Diskussion mit den Mitarbeitern von Katja Kipping, habe ich leider den Namen vergessen, und da waren auch welche aus Leipzig da, genau, die so eine Initiative, so einen Verein gründen wollen. Allerdings ist das ganz schwierig. Ich sage mal, hier ist das intellektuelle Potenzial in einer 3-Millionen-Stadt wahrscheinlich größer, deswegen habt ihr, ich sage mal, so tolle Vorarbeiten. Sowas würde ich mir wünschen, wenn es geht in jedem Landkreis, um die Debatte sozusagen am Laufen zu machen. Ne? Das kann man nicht erzwingen. Ich war der Fragesteller und das gerne noch mal kurz erläutern, weil ich finde, prinzipiell wird die Diskussion halt schon sehr aus einem Machtgefälle heraus, was ja einfach da ist, geführt.
Ich glaube, es gehört zu einem ganz essentiellen Lernprozess auf beiden Seiten und auch einem Bildungsprozess, weil ich sie letztlich als Herzens- und seelischen und Wissensprozess, Bildungsprozess, wirklich dieses Machtgefälle aufzunehmen und wirklich das Gegenüber als gleichberechtigtes Individuum wahrzunehmen und die Lösungspotenziale nicht nur als Problem, als erkrankten Arbeitslosen, also an Arbeitslosigkeit Erkrankten zu sehen, sondern wirklich in seinem Potenzial tiefer zu erkennen und das mitzunehmen. Also die Frage finde ich sehr berechtigt, was können wir tun, wie können wir es gemeinsam tun? Kann man jetzt mal die Fragen durchgehen? Die Fragen durch, aber darf ich da direkt noch was sagen? Nein! Wir machen das mal hier, die Frage. Kann man eine Klage so aufsetzen, dass die Richter das Grundgesetz beachten müssen und auch die Jobcenter-Mitarbeiter darin geschult werden? Eine Klage. Da möchte ich gleich dazu was sagen. Das war meine erste Frage immer. Wenn ich mit Jobcenter-Mitarbeitern zu tun habe, kennen Sie das Grundgesetz? Ja, wie sind Sie ausgebildet? SGB II, SGB X und das war's schon. Grundgesetz ist kein Thema. Also das ist ungeheuerlich. Das ist wie bei Taxifahrern und die haben vom Verkehrs keine. Also das ist wirklich, das ist der Hammer. Für mich ist das überhaupt nicht zu akzeptieren. Das Problem, was heute gesprochen wird, ist, dass das Grundgesetz nicht beachtet wird. Was nützt es einem Jobcenter-Mitarbeiter, wenn er es kennt? Das ist doch wieder. Wie kann man ein Eilverfahren bei einer 10%-Kürzung in die Wege leiten? Ja, grundsätzlich kann man natürlich gegen jeden Bescheid, den man bekommt, eine Klage einreichen. Also erstmal einen Widerspruch einlegen, dann gegen den Widerspruchsbescheid eine Klage einreichen, Feststellungsklage und Leistungsklage und so weiter. Und man kann, wenn eine Leistung nicht gezahlt oder gekürzt wird, auch einen Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung stellen. Dazu bedarf es eines Anordnungsgrundes, also eine gewisse Eilbedürftigkeit und eines Anordnungsanspruchs, also ein Rechtsanspruch auf eine bestimmte Leistung. Das Ganze muss glaubhaft gemacht werden, das ist also alles geregelt im Gesetz. Und bei einer 10%igen Kürzung kann man das probieren. Da gibt es aber auch Entscheidungen, die sagen, dass bis zu einer bestimmten Kürzung das akzeptiert werden muss, dass das dann nicht eilbedürftig ist. Das mag unterschiedlich beurteilt werden und da gibt es auch unterschiedliche Erfahrungen. Ich würde dann immer im Einzelfall sehen, wie die konkrete Situation ist. Also ich halte es durchaus nicht für ausgeschlossen, dass selbst bei einer 10%igen Kürzung eines Grundrechts, das ist nämlich das, was man mindestens zum Leben haben muss, das steht auch mal so drin, auch wenn das nur 40 Euro sind, dann ist das für den Betreffenden im Monat eigentlich eine Einschränkung, die ihn so stark beeinträchtigt, dass man aus meiner Sicht zumindest, aber das mag man juristisch auch anders beurteilen, über einen berechtigten Anspruch auf einen Eilantrag nachdenken kann. Das ist die Fahrkarte in Berlin. Muss man dafür einen Rechtsanwalt machen? Also Verfahren sind grundsätzlich kostenfrei im Sozialgericht und es bedarf dort auch keines Anwaltes. Es schadet aber nicht. Also, da müssen wir auch dazu was sagen, ich mache immer mal Fehler, wenn ich keinen Anwalt habe. Und die Richterin gestern hat gesagt, macht gar kein Problem, ich kann selber denken, ich bringe das in Ordnung. Also nur zu dem Thema und hat dann ihre Vorschläge gemacht und das ist mir in der ersten Verhandlung auch passiert. Also da, die haben Ermittlungspflicht, das ist anders wie im Strafrecht oder irgendwie oder beim Bundesverfassungsgericht, da muss alles genau genannt werden. Jeder gleiche Fehler wird gegen einen verwendet, aber so in der Richtung. Was kann man gegen Sozialrichter machen, die sich rechtswidrig verhalten? Ich glaube, die Frage geht an mich, oder? Ja. Also man muss erst mal definieren, was ist rechtswidrig. Laut ist schon, da würde ich erst mal konkret wissen wollen, was ist damit gemeint. Ja. In welcher konkrete Sachverhalt ist gemeint. Ganz abstrakt kann man sagen, dass die Möglichkeit besteht, einen Richter abzulehnen, wenn die Besorgnis besteht, dass dieser Richter befangen ist. Das ist also geregelt in der Zivilprozessordnung.
Da gibt es ein Verfahren, das muss dann überprüft werden von dem entsprechenden Vertreter und dann wird das Verfahren möglicherweise an einen anderen Richter übertragen. Die Hürden sind relativ hoch, also man muss da schon ganz konkrete Anhaltspunkte für die Befangenheit haben. Manchmal kommt es auch vor, dass ein Richter sich selbst für befangen erklärt, wenn er beispielsweise eine bestimmte Nähe zu den Prozessparteien hat, das gibt es auch. Mit rechtswidrig müsste man das an einem Beispiel noch mal konkret erläutern, was gemeint ist, dann könnte ich auch dazu was sagen, möglicherweise. Also die Frage zu mir, und wie bezieht sich darauf, es war keine Sanktion, aber ich habe eine Einverfahren eingeleitet. Eine Richterin hat befunden, dass 12 Euro Kosten der Unterkunft gerechtfertigt sind. Das hatte das Jobcenter dann ausgerechnet, dass mit 12 Euro im Monat für die Wohnung, das finde ich schon rechtswidrig und sehr bedenklich. Mit 12 Euro kann keiner in Deutschland wohnen, nirgendwo, zu keiner Bedingung. Und ich habe mich dann wirklich beschwert bei der Gerichtspräsidentin, weil ich finde, das ist ein Link. Da sagt der gesunde Menschenverstand schon, das ist absurd. Weil ich hier lesen musste die ganze Zeit und sortiert habe, habe ich keine eigene Frage jetzt stellen können, aber ich würde gerne eine stellen. Ja, die ist gut, wenn sie zum Schluss kommt. Ja, dann darf ich jetzt. Also, wie ist die politische Ausrichtung der Richter im Landessozialgericht bzw. im Bundesverfassungsgericht und wer setzt sie eigentlich ein? Also wie die politische Ausrichtung der Richter ist, das weiß ich nicht. Möglicherweise haben die auch eine politische Meinung, das halte ich durchaus für möglich. Ich finde es auch nicht abträglich, wenn man politische Positionen hat, egal wie die Positionen sind. Die sollten aber halt nach Möglichkeit natürlich sich nicht unmittelbar auswirken. Also ich denke, in erster Linie hat ein Richter das Gesetz anzuwenden, daran ist er gebunden. Da gibt es immer Spielräume und Bandbreiten, keine Frage. Es gibt im Übrigen vielleicht auch in die Richtung Ihrer Frage die Möglichkeit, gerichtliche Entscheidungen überprüfen zu lassen. Also wenn ein Gericht möglicherweise falsch geurteilt hat, dann kann man Berufung einlegen in die nächsthöhere Instanz. Das wäre dann das Landessozialgericht bei erstinstanzlichen Verfahren. Ja, nee, ich komme ohne Mikrofon aus. Danke. Meiner Ansicht nach, die wichtigste Frage hat heute der Herr mit dem Hut gestellt. Die Frage, was können wir als Gemeinschaft tun? Das Ganze, was abgehandelt wird, ist ein gesellschaftliches Problem. Und wenn jeder von Ihnen, egal ob Sie mit dem Jobcenter zu tun haben oder nicht, von Ihnen sagt, ich bin Staatsbürger, ich bin kein Kunde, und der Heinrich Alt hat das von mir schriftlich gekriegt, das wäre abzuändern, dann bin ich Staatsbürger und der Ihnen gegenüber sitzt, ist auch Staatsbürger. Wir sind beide in der Pflicht der gesellschaftlichen Gestaltung. Und wenn Sie das realisieren, dann haben Sie gleich ein ganz anderes Niveau. Und das Niveau muss dann rübergetragen werden in die Amtsleitung und daran müssen wir arbeiten. Und wir müssen generell daran arbeiten, dass jeder von uns begreift, dass wir alle als Gesellschaft dafür verantwortlich sind, dass Sanktionen überhaupt ausgesprochen werden. Die sind nicht demokratisch legitimiert. Das muss man begreifen. Das ist ein schwieriger Prozess, aber es muss passieren. Und das war die allerwichtigste Frage. Was können wir tun? Begreift, dass wir alle Staatsbürger sind. Ja, Ralf. Nicht zu lange reden. Es ist mein Metier. Nicht zu viel. Immer nur kurz. Am liebsten bitte Fragen stellen, ja? Also Kommentare, das war jetzt eine Antwort nochmal auf eine Frage, aber mit fünf. Aber da möchte ich eine Antwort geben, an der Stelle. Gut, also warte, das war jetzt meine Antwort. Dann kommt Klaus, dann kommt Holger, dann der Herr da hinten. Also einer hier hatte eine grandiose Idee zu dem, was man tun kann. Eine ganz einfache Idee. Einen Lügenboykott. Was? Einen Lügenboykott. Ich erkläre das sofort. Dass man sich vornimmt, nicht mehr zu lügen. Sobald ich ins Jobcenter gehe, werde ich zum Lügen gezwungen.
Ich muss immer tun, als wäre alles, was die von mir wollen, meine Idealvorstellung, da warte ich schon lange drauf. Und wenn ich zum Arbeitgeber gehe, muss ich, und das ist jetzt bayerisches Urteil, wortwörtlich, bis an die Grenzen überzogener Selbstverleugnung so tun, als wäre es der Traumjob, der mir angeboten wird. Sonst kriege ich eine Sanktion oder bin ich berechtigt, freigestellte Sanktionen zu halten. Wenn man ins Jobcenter geht und sagt, ich mache einen Lügenboykott, das heißt, ich will hier nicht lügen, ich bin ein freier Mensch in einem freien Staat. Und ich will nicht lügen, die Idee ist einfach total genial. Derjenige sitzt hier, wenn er will, lasse ich ihn aufstehen für diese Idee, weil er hat damit Erfahrung. Und sagt, machen Sie mit bei diesem Lügenboykott. Das heißt, egal was wir miteinander zu reden haben und sowas, ja, dass Sie auch nicht lügen, sondern ehrlich sind. In dem Moment passiert was. Vor allem, wenn man zu zweit reingeht und noch einen Begleiter dabei hat und nicht über die Klinge springen muss. Dann man kann nicht sanktioniert werden, weil man nicht lügt. Ganz einfach. Und wenn man das nach vorne stellt, dann ist der wichtige Grund, der eine Sanktion aussetzt, immer von vorne gegeben. Also so zu dem Thema. Nämlich, aus meiner Sicht kriegen wir hier etwas, was sehr faschistoid ist. Das Hartz-IV-Gesetz ist von Gustav Hartz geschrieben, 1928, falls ihr das, 1928, da werden die Leute schon als Kunden bezeichnet, alles, die geben bitte ein, Gustav Hartz, im Wikipedia und lesen sich das durch. Das gesamte Gesetz, also nicht in allen Durchführungen, aber in den Grundlagen ist geschrieben von Gustav Hartz, und Gustav Hartz war glühender Faschist, Verehrer von Mussolini, Verehrer von Adolf Hitler und in den entsprechenden Parteien. Das muss man einfach mal gewusst haben. Und ein Faschismus ist nicht einzuführen, wenn die Bürger nicht lügen. Das ist alles. Ja, jetzt bitte ich aber wirklich, dass ihr Fragen stellt. Ja, ist Klaus? Ich möchte die Frage einfach mal erweitern. Das kam eben auf wegen Schadensersatz und ähnlichen Sachen. Ich denke, es ist sehr häufig der Eindruck, der entsteht, alleine schon aufgrund von den Fällen, wo sie Recht kriegen vor Gericht, dass viele Sanktionen einfach willkürlich sind. Fallen dann irgendwann vor Gericht. Es gibt aber ganz viele Leute auch, die nicht vor Gericht gehen, also die Zahl ist wahrscheinlich noch viel höher. Die Frage ist eigentlich die, wäre es nicht gerechtfertigt werden? Die SGB-II-Behörde, also Hartz IV, wenn die quasi bezahlen müssten, quasi eine Art Bußgeld oder ähnliches, wenn es das kostenlose, wenn sie falsche Bescheide erlassen. Ich denke, das würde dazu führen, dass zum Beispiel weniger falsche Bescheide und willkürliche Bescheide rausgehen. Sind doch schon mehr Geld, sind das auch. Ich bezahle von einer Tasche in die andere, geht das auch. Ja, aber bitte lasst hier vorne antworten, ja? Also ich habe da auch schon mal drüber nachgedacht. Es gibt beim SGB-II eine Kostenprivilegierung des Jobcenters. Das heißt, die Jobcenter zahlen bei gerichtlichen Verfahren keine Pauschgebühr, wie es alle anderen Behörden machen müssen, Krankenversicherung, also SGB-IV, 5, 6 und 7 und so weiter. Je nachdem, um was für Ansprüche es vom Sozialgericht geht, dort wird immer eine Pauschgebühr fällig. Ich glaube, es sind 150 Euro, die automatisch immer die Behörde zahlen muss. Und die Jobcenter sind davon freigestellt. Die Überlegung ist natürlich, und das ist auch schon diskutiert worden im politischen Raum, wenn die jetzt, ich sag mal, für jedes Verfahren, das aufschlägt bei Gericht, erstmal 150 Euro bezahlen, so wie es eigentlich jedes andere Gremium auch macht, das verklagt wird, dann kann das schon zum Umdenken führen, weil natürlich dadurch Kosten entstehen, die man vielleicht vermeiden kann, wenn man so kleine Geschichten halt gar nicht zur Klage kommen lässt, sondern sie abändert. Also da ist vielleicht ein Hebel da, was zu machen. Das ist aber eine politische Diskussion, wie im Übrigen generell vieles eine politische Diskussion sein muss. Kann die Landwirte vielleicht auch mal was dazu sagen. Es geht auch in diesem Land immer um die Frage, wie die Mehrheiten sind. Und wir können ja auch wählen gehen zum Beispiel. Und du bist ja auch mal gewählt worden. Ne? Ganz kurz. Bitte nicht immer dazwischen rufen. Ja? Ich habe das vorhin schon mal versucht zu verdeutlichen. In der Trägerversammlung sitze ich als Linke de facto alleine. Die beiden, die im Reichstag gewählt sind, ist einer
von der CDU und eine Frau von der SPD. Und durchaus mit meinen Überlegungen, Sanktionen de facto im Ermessen nicht mehr stattfinden zu lassen, habe ich dort keine Mehrheit. Und gesetzlich kann ich es nicht durchsetzen. Das heißt, ich vertraue auf die Kraft der Argumente. Und beim nächsten Mal bei der Trägerversammlung werden wir darüber reden, mit allen Vor- und Nachteilen. Denn das Wissen, was ich heute ja auch wieder dazu gelernt habe, werde ich dort zur Anwendung bringen. Aber mich interessiert schon, wie auch Sie auf politische Mehrheitsfindung Einfluss nehmen. Und ich sage mal, ich brauche auch noch Argumente, wie ich meinen durchaus anders denken Menschen im Landkreis quasi Argumente finde, die da zu mir sagen, also ich gehe jeden Tag früh um 4 auf Arbeit für wenig Geld, der Abstand zu dem Hartz-IV-Empfänger, der liegen bleibt und in Anführungszeichen nicht zur Arbeit geht, ist sehr gering. Und in einer von diesen Menschen sitzt eben, wie gesagt, im Kreistag und auch in der Trägerversammlung. Und meine politische Grundhaltung nützt mir da wenig zu sagen. Ich finde das als ein Grundrecht und das muss einfach so sein. Ein bedingungsloses Grundeinkommen ist sozusagen meine Zielstellung. Sondern wir müssen wirklich, und da bitte ich Sie auch mitzuhelfen, es entwickeln sich in der Gesellschaft Mehrheitspositionen immer aus Minderheitspositionen, immer. Und darauf habe ich mein Leben lang vertraut. Ich sage mal, wir waren, glaube ich, die Ersten, die die Wiedereinführung der Vermögensteuer gefordert haben, die den Mindestlohn gefordert haben. Damals sind wir von allen anderen noch verlacht worden. Es ist nicht unbedingt, sage ich mal, opportun in der Partei, sich zu engagieren, aber Pflicht ist zum Beispiel, wählen zu gehen. Und wenn man das alles ablehnt, wo ich auch durchaus kritische, engagierte, wie ich finde, linksdenkende Leute habe, dann muss man sich nicht wundern, dass so vieles so lange dauert, eher im politischen Raum, man muss immer, wir sagen immer, dicke Bretter bohren, eher Mehrheitsentscheidungen anders möglich wären. Und das bitte ich auch mit zu bedenken. Also ich sage mal, nicht nur den Weg, den er geht, das akzeptiere ich, das, ich sage mal, alle meine Hochachtung, weil letztendlich auch dadurch ist man ja sozusagen als Politiker angeregt weiterzudenken, gar keine Frage. Aber ich sage mal, auch den ganz normalen demokratischen, legitimen Weg bitte auch nicht außer Acht lassen. Ja? Also, das ist auch der Klaus. Wie lange wollen wir noch machen, dass bevor wir weitergehen, einfach der Rahmen gesteckt wird, dass man sagt, jetzt noch 3, 4, 5 Fragen? Also, ich hatte ja schon gesagt, dass die zwei, dann sie war und er war. Und da müssen wir erstmal gucken, ob wir überhaupt Platz hast. Die SPD hat Platz 4 eingeführt. Ja, ja. Also, erstmal Klaus. Wir wissen ja mittlerweile, es ist ja mehrfach durchgesickert, dass es eine Sanktionsquote gibt. Also es ist mal durchgesickert, es gab so eine kleine Ausbildungsfolie, da war das Wort Sanktionsquote drauf. Dann gab es den Geschäftsstellenleiter der Stadt Minden, der öffentlich gesagt hat, wir sind zwar nicht stolz drauf, die Sanktionsquote zu erfüllen, aber wir erfüllen sie. Dann gab es noch andere Notizen, das ist mittlerweile oben überall als Fakt bekannt. Daher ist meine Frage, wie sieht es zum Beispiel aus, wenn Karlsruhe vielleicht positiv entscheidet und sagt, das ist jetzt alles Müll, ne, Sanktion weg, wird es Möglichkeiten geben, das Ganze dann mal unter strafrechtlichen Gesichtspunkten zu beurteilen? Also so wie ich das jetzt im Moment einschätzen würde, nicht, weil es gab halt eine politische Mehrheit, die das wollte. Und das ist halt so vollzogen worden. Der Bundestag, die Abgeordneten sind da auch frei in ihren Entscheidungen, muss man sagen. Und für mich würde sich die Frage stellen, welcher Straftatbestand da erfüllt sein soll. Also Mord! Also die Diskussion führe ich hier nicht, muss ich auch ganz klar sagen, weil ich das für falsch halte. Wenn das Bundesverfassungsgericht sagt, die Sanktionen sind in einem bestimmten Umfang verfassungswidrig, wird es den Gesetzgeber beauftragen. Das Bundesverfassungsgericht ist nicht der Gesetzgeber, es ist nur der Kontrolleur gewissermaßen. Er wird den Bundestag beauftragen, dieses Gesetz zu ändern und zwar so zu ändern, dass es verfassungskonform ist. Also es wird dann möglicherweise zukünftig andere Regelungen geben. Die Praxis ist allerdings, dass es meistens für die Vergangenheit keine positive Regelung gibt. Das haben wir in verschiedenen anderen Entscheidungen schon gehabt, wo es um steuerliche und ähnliche Fragen geht. Also das, da ist auch ein bisschen Spekulation jetzt auch dabei.
Für die Vergangenheit eine Verbesserung in dem Sinne erwarte ich ehrlich gesagt nicht. Das sind die Märchen so, die so denken. Das muss man immer im Hintergrund auch mit, ja, im Kopf haben. Schau mal, sie empfinden als Minderheit anders, ich auch. Aber das ist eine kleine Mehrheitsmeinung. Demzufolge, man muss dann auch die Mitarbeiter des Jobcenters, es ist vorhin darauf verwiesen worden, verstehen, die einfach ihre Anordnungen umsetzen. Die kann man ja nicht im Nachhinein dafür bestrafen. Die haben, ich sag mal, nach Recht und Gesetz gehandelt. Ob man das jetzt gut findet oder nicht. Gesetze kann man ändern. Okay, damit wird es nicht aufgeschlossen. Das war zu gleich gestaltet. Bitte der Herr hinten an der Fensterbank und ich bitte da auch noch mal zuzuhören. Und dann die Frau vorne und der Herr. Hallo, ich hatte auch einen Zettel gestellt. Bitte Ruhe! Eigentlich kann ich mich schon zu der ob ihr sagt, dass es vom Kunden mit ihrer Agenda nicht mehr Wirkung hat. Und ist er in Vergessenheit gerade, das ist eine Floskel oder und daraus lässt sich auch die Missverantwortung abnehmen? Warum also ist der irgendwie scheint ein Vergessenheit? Welcher Satz? Der unmittelbar geltende Recht des Kunden. Und warum wird Artikel 19 ich weiß mit den Totalen. Also, ja, die Frage ist angekommen. Tatsächlich hat ja das Bundesverfassungsgericht gesagt, es ist ein unmittelbar geltender, unverfügbarer Anspruch, das ist das, was Sie meinen. Hat aber auch gesagt, die Höhe des Anspruchs leitet sich nicht aus dem Grundgesetz ab, sondern die ist wiederum durch den Gesetzgeber, also durch den Bundestag, festzusetzen, nach bestimmten Regeln. Also insofern ist das Bundesverfassungsgericht dort ein Stück weit auch zweigleisig gefahren. Es sagt, ja, einerseits gibt es dieses Recht, aber wir können nicht genau sagen, wie hoch es ist. Wir können nur sagen, ob ihr, also der Gesetzgeber, wenn ihr ein Ergebnis erzielt, also einen bestimmten Betrag festsetzt, ob ihr den Betrag der Höhe nach richtig festgesetzt habt. Ob es nachvollziehbar ist insbesondere, ob also bei den ganzen Kriterien, also Verbrauch von Waren und Dienstleistungen, ob das berücksichtigt worden ist in einem angemessenen Umfang. Da hat sich dann das Bundesverfassungsgericht im Prinzip wieder ein Stück weit rausgenommen und hat gesagt, wir setzen es eben selbst nicht fest, das muss der Gesetzgeber machen, und hat eben diesen Auftrag erteilt und daraus ist ja dann das Regelbedarfsrechnungsgesetz auch entstanden. Nein, stopp, stopp, stopp. Die Frau hat professionelle 505 Euro gesagt. Ja, 2005 ist der Regelsatz, ja. Und die CDU und die FDP haben das auf 345 runtergedrückt. Damals war berechnet worden von der Arztkommission, 505 Euro sind Regelsatz. 2005. Jetzt die Frau hier auf dem Tisch und der Herr an der Seite. Und dann gucken wir mal, wie es überhaupt noch zeitlich geht. Also Sozialamt ist ein Amt, ich gehe von einer Behörde aus, Arbeitsamt ist wohl ein Amt, ich gehe von einer Behörde aus, Jobcenter habe ich gehört, das ist privatisiertes. Genau, das ist ein Unternehmen ist, genau. Ein Unternehmen, was in Geschäftsführung moderne riesigen System als solches auch funktioniert, war kein naja, es ist, ja, es ist, sag ich mal, eine gemeinsame ja, Trägerschaft von Bundesagentur und Landkreis. Und wir sind sozusagen organisiert mit über 300 Mitarbeitern. Es gibt eine Geschäftsführung und darüber sitzt die Trägerversammlung. Die habe ich ja schon genannt. Es sind 6 Leute, die gewissermaßen den Wirtschaftsplan miteinander absprechen, auch die Zuschüsse. Der wiederum wird durch den Kreistag beispielsweise bestätigt, sodass letztendlich die demokratische Kontrolle über den Kreistag erfolgt. Aber was ich immer wieder feststelle, und das kritisiere ich auch, dass zum Beispiel optierende Kommunen sehr viel mehr Freiheiten haben. Nun kann das natürlich in die eine oder andere Richtung wirken, ne? Je nachdem, ich will jetzt nicht behaupten, wie wessen Farbe der Landrat angehört. In Thüringen beispielsweise beobachte ich sehr genau, was die beiden optierenden Kommunen
als Landkreise, also das Eichsfeld, der Landkreis Greiz oder auch Jena machen. Also ich denke, die haben durchaus mehr Spielräume, gerade kommunale, gesellschaftliche Arbeit unter Freiwilligkeitsaspekten auch anders letztendlich darzustellen. Das wünsche ich mir, die habe ich leider nicht, weil die Bundesagentur sehr restriktiv aus Nürnberg bestimmte Vorgaben macht, auch wie viel wir zu bezahlen haben, zum Beispiel 15,6% des Gesamtbudgets. Und wir können ganz schwer sozusagen da eingreifen in die Regularien. Und das, ich hatte mal mit dem Landrat im Eichsfeld, Herrn Hennisch, darüber gesprochen am Rande einer Landredekonferenz. Und er sieht das mit den Sanktionen auch sehr kritisch. Meines Erachtens ist das ein Vertreter der CDU, der tatsächlich christlich agiert. Und er sagt, das sind doch unsere armen Menschen in dem Landkreis. Und was soll ich die mit Sanktionen nerven? Also das ist so auch so ein bisschen meine Grundhaltung. Recht zu lange, ja? Gut. Das ist der 1 Euro aus der Tasche, den ich noch habe. Das heißt ja schon jetzt tierende Landkreise. Das heißt ja auch tierende Städte oder Landkreise. Das sind diejenigen, die sozusagen mit eigenen Mitarbeitern nicht von der Bundesbehörde abhängig sind. Das ist Optionskommunen. Da bin ich vorhin schon mal danach gefragt. Ich dachte, das ist bekannt. Optionskommunen gibt es in der Bundesrepublik. Dafür durfte man sich bewerben. Dann konnte man das mit eigenen Mitarbeitern selber umsetzen, selber Arbeitsgelegenheiten und definieren und hängt nicht so an den Anweisungen einer Bundesagentur aus Nürnberg. Und die Finanzierung ist dann auch anders? Die Finanzierung kann ich Ihnen jetzt gar nicht so richtig sagen. Die ist sicherlich ähnlich von der Höhe her, aber Sie haben sehr viel mehr Freiheiten, es vor Ort umzusetzen. Zum Thema Jena hat zum Beispiel eine eigene GmbH gegründet und ich sag mal, gesellschaftliche Arbeit definiert, die wertvoll ist und die letztendlich dann auch von Betroffenen freiwillig umgesetzt werden kann, die dafür auch Geld kriegen, versicherungspflichtige Arbeit. Kurz nur nochmal der Hinweis, dass wir da hinten auch ein Spendenschälchen haben, also für die, die gehen, ihr könnt gerne was spenden zu dem. Ja, meine Frage, die habe ich auch schon gestellt, ist, vor einiger Zeit hatte das Bundesverfassungsgericht gesagt, Bund und Kommunen dürfen, hat beurteilt, die dürfen nicht zusammen gehen. Die gehen aber weiterhin zusammen. Die haben da ein bisschen irgendwie rumgemauschelt und die Dinger, die stehen weiterhin so, wie sie es vorher auch waren. Insofern wäre meine Frage, wenn jetzt wirklich, was ich mir wünsche, das Bundesverfassungsgericht sagt, die Sanktionen kann es so nicht geben. Meine Befürchtung ist, dann wird auch gemauschelt und insofern, was ist vom Urteil wert? Nichts. Ich würde sagen, warten wir es ab, was da drin steht. Also das ist jetzt reine Spekulation. Da hilft uns nicht weiter, glaube ich. Mag mal interessant sein beim Bier, so ein bisschen, aber wir warten es ab und dann müssen wir damit umgehen. Ich erwarte übrigens bei der Evaluierung dieses Gesetzes mehr als nur die Sanktionen abzuschaffen. Also vielleicht gehören noch ein paar Punkte mehr dazu, die man ändern müsste, um gleich am Anfang mal zu. Zehn Jahre Hartz IV ist Grund genug, um mal über das Gesetz im Ganzen nachzudenken. So, ich möchte jetzt den Abend beenden. Und zwar mit folgendem Gedanken. An solch einem Abend ist nie alles zu besprechen. Der Abend hört aber jetzt auch nicht auf, wenn ihr rausgeht, sondern was in euren Seelen noch arbeitet. Und vielleicht auch morgen, gehört alles mit dazu. Deswegen müssen wir jetzt nicht alles aussprechen, sonst sitzen wir hier noch um 12.30 Uhr. Ich bitte aber, also erstmal danke ich sehr den Willkommen. Ich würde mich sehr freuen, wenn unsere Stimmung euch Rückgrat noch gibt. Ihr habt ja genug, aber von Miete, so, also sowas. Ne? Wir sind jederzeit für alle Schandtaten bereit. Mein Name ist Böse, ich bürge dafür. Und alle, die jetzt den Raum verlassen, wir haben Spendenkassen hingestellt,
Wir sind davon abhängig, ganz einfach, dass die Kosten, die entstehen und für Aktionen wie Flyer und was der Gruppe was, wir brauchen einfach Geld. Ich selber habe ja jetzt aufgehört, welches zu brauchen, aber wir brauchen noch welches, dass ihr einfach da was reinlegt, keine Opfer, sondern Spenden. Also Opfer ist zu viel geben und eine Spende ist, was man kann. So, und da bedanke ich sehr für diesen Abend und dass ihr alle gekommen seid. Es war doch überraschend, dass es mehr war als der Rauch war. Und bis demnächst in diesem Plenum.